Aha. Es ist also noch nicht vorbei. Wir müssen das Kind des Teufels töten. Das wird aber Tom und Len gar nicht freuen. Okay. Wird das jetzt noch fieser als mit der Hexe? Killing that witch is a major victory. Unfortunately, it seems that even more people in Belleville are gone. I hope you will be able to find and kill that son of a bitch before it's too late. Okay. Ich hoffe jetzt, ich habe kein Zeit. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Zeitlimit dafür, weil damit kann ich. Ich hasse das, wenn ich ein Zeitlimit habe. Boah, alles neblig. Ich muss erstmal was kaufen. Ja, Len, hallo. Ihr habt alles verpasst. Die Hexe ist tot. Und jetzt muss ich den Sohn des Teufels töten. Ey, ein Kind des Teufels? Ach, wie auch immer. Ein Kind des Teufels muss ich jetzt töten. Es wird euch doch bestimmt super freuen. So. Mal wieder ausgerüstet. Was? Die Hexe ist tot? Nehme Abspiel. Kenne ich die überhaupt? Was ist hier los? Ernsthaft? Der Pfarrer ist weg? Ich kann mich nicht mehr... Och Leute, macht doch sowas nicht. Jetzt wird's wohl richtig gruselig hier. Was sagt das schlaue Buch? Nichts. Der Pfarrer ist weg, ich kann mich nicht heilen. Die Frau ist weg. Wohin führt denn die Blutspur? Ja, Len, ich muss leider. Das ist jetzt leider mein Auftrag. Ich hatte ja gedacht, mit der Hexe ist es vorbei. Speichern wir doch mal. Aber nein, ich muss jetzt das Kind des Teufels töten. Ich glaube, ich schaue mich aber erstmal ein bisschen in der Stadt um. Weil hat sich ja hier irgendwas getan. Musik klingt sehr bedrohlich. Na, schauen wir mal hin. Oh, da liegt ja Gold. Reicht das? Ja, 87, könnt ihr mir direkt noch ein Totem kaufen. Hier war sonst nichts mehr. Was ist mit dem Gruselhaus? Was muss ich durchführen? Oh! Hier hang doch mal jemand. Und ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier hintergehe. Was passiert dann? Diese Stadt braucht meine Hilfe. Ah. Es würde dann also einem Abhauen gleichen. Alles klar, Len. Dann gehe ich nochmal in dem Haus da oben gucken, wo ich dachte, das ist das Haus der Hexe. Mit der Katze drin. So ruhig. Oh, die Katze ist weg. Was hat das zu bedeuten? War die Katze der Teufel? In anderer Gestalt? Oder hat sie sich einfach woanders hingesetzt? Nachdem sie uns die ganze Zeit nicht beachtet hat. Hm. Oh wei, oh wei. Dann starte ich doch mal wieder an der Kabine. Es ist riskant, nachts rauszugehen, aber es muss so schnell wie möglich getötet werden, sonst wird es zu stark. Aber bitte keine Zeit dafür. Finde und töte das Kind des Teufels und es rennt direkt ins Kreuz. Dann setze ich doch hier auch gleich eins.
Es rennt direkt ins Kreuz. Wo war es nochmal? Da oben. Boah, ist das neblig jetzt hier. Wahnsinn. Vielleicht war das auch der Grund, warum der Nebel immer dichter wurde, auch schon, wo die Hexe noch da war. Weil das Kind des Teufels unterwegs war. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Und welche Fähigkeiten es hat. Alles lauter. Ich habe alles richtig eingestellt. Jetzt hast du die Twitch-Lautstärke einfach wieder leiser gestellt oder so. Eigentlich müsste die laut genug sein. Ich glaube, Len, du hast den Spruch falsch erzählt. Ist jetzt hier auch eins. Wir haben ja genug. Ja, weil wenn ich es jetzt hier selber lauter stelle, kann es sein, dass es dann übersteuert oder so. Und da ich ja nebenbei auch eine Aufnahme mache für YouTube, möchte ich da ungern dran rumdrehen. Könnt ihr sagen, sonst musst du es dann halt hinterher bei YouTube gucken. Aber das wird noch ein Weilchen dauern, bis die Folge dann kommt. Bin ja da noch ganz woanders. Oh, das alte Kreuz. Frag mich immer noch, warum die hier einfach stehen, die Kreuze. Und ich sie zerstören kann. Statt sie einfach verschwinden. Ich kann ja mit denen nichts mehr machen. So, jetzt da oben. Da war er zuletzt. Hätte ich genug Mana? 50. Ja, das reicht gerade, um mich wieder weg zu teleportieren, wenn ich sterbe. Ja, komisch. Er hat einen größeren Delay, er hat denselben Anschluss. Auch nicht schlecht. Oh, der Hexenkessel. Och, verwenden wir den nochmal direkt, oder? Moin. Da noch einer. Hallo, der Herr. So, jetzt kann ich doch mal gucken, wo das ist. Irgendwo im Wald. Na super. Ich hier nochmal ein Kreuz. Ach, ich gucke mal, wo ich hinteleportiert werde. Naja, nicht so sehr weit weg. Hier unten in der Nähe. Geh mal. Genau in die Richtung. Komme ich hier heil runter? Ja. Höre ich da einen Bohrer? Oder was höre ich da? Irgendwie mag ich ja Nebel in Spielen, muss ich zugeben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wollte ja runterzählen. Hallo. Oh, ich habe 90 Mana. Ach, gucken wir mal wieder, wo es ist. Hä, das steht? Nee. Kein Plan.
Wahrscheinlich mag ich den Nebel entweder, weil ich halt generell so ein bisschen fürs Düstere und Mystische bin. Oder weil es einfach viel Atmosphäre macht in dem Spiel. Ein Gehirn drin? Was so aus? Kann man sich so leicht verlaufen. Ich laufe hier schon wieder ans Ende der Map. Ja, wieder von mir abgebissen ein Stück. Muss das denn sein? Ich habe schon lange kein so ein Skelettviech mehr gehabt, was unten rumkrabbelt und mich erschreckt. Ernsthaft, Len? 40 Euro hast du ausgegeben für einen Whisky? Gut, ich weiß, es ist wahrscheinlich noch... Er weiß, wahrscheinlich noch günstig für einen guten Whisky, aber... Krass, ey. Oh, Habe ich nicht gerade gesagt, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt? Und gleich kommt es. So, dann sage ich jetzt bitte, ich möchte das Kind, nein, das Kind des Teufels habe ich noch nie gesehen und das wird mir auch nie begegnen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Oh, ich laufe direkt drauf zu. Teufelskind! Hallo? Ich bin dumm, oder? 80, noch, doch 80 Mal erreicht. Ich kann mich wegteleportieren. Die Frage eben soll bitte nicht beantwortet werden. Oh, ich glaube, ihr habt den Flüsterer aktiviert. Scheint schon wieder weg zu sein. Da, wo das Kreuz ist. Schade. Huch. Ich setze hier einfach wieder eins. Hat ja so gut geklappt. Hier? Ja. Kommt mein erster Merch raus? Keine Ahnung. Da brauche ich noch deutlich mehr Zuschauer und Follower, glaube ich. Bevor ich mit sowas anfangen kann. Vor allem, wie soll der aussehen? Ich bin ja noch nicht mal sicher, ob ich jetzt mein Markenzeichen hier mit der Krähe so lasse und mein aus Design von der Page, also von der YouTube-Seite, oder ob ich das irgendwie noch verändere. Das heißt, so ein richtiges Markenzeichen habe ich ja noch nicht für mich noch nicht richtig entschieden. Außerdem bräuchte ich ja dann vielleicht auch Leute, die keine Ahnung. Ich finde es immer genial, wenn ich so bei Gronk oder so sehe, dass er, ich weiß ja nicht, ob er das Merch, was er verkauft, diese Zeichnungen, ob er das auch von quasi Fans bekommt, diese Zeichnungen, ob er jemanden an der Hand hat, die für die ihn malt oder wie er das macht. Weil das finde ich eigentlich auch ganz cool so. Oh, ich bin wieder an der Ende der Karte. Passt zu mir und meinen Inhalten. Okay. Aber schon mal schön, dass du das so siehst. Stimmt ja, ich spiele ja viel Horror zurzeit. Aber sind das alles ist das alles dieser Marvin Clifford, was er da zeichnen lässt? Ich weiß ja, dass er mit ihm zusammenarbeitet, mit diesem Comiczeichner.
Aber ich weiß nicht, ob alle dir alle Merch. Was bist du? Das war doch der Steinbock, oder? Der verwandelte Steinbock. Naja, der Sohn des Teufels. Es hatte Hörner. Krass. Sag mir jetzt, habe ich das Kreuz in der Mitte hier von dem See so gesetzt, so blöde gesetzt, oder ist mein Speicherpunkt dort weg? Ach nein. Bitte nicht. Ich muss schnell in die Stadt. Ich habe dringende Dinge zu erledigen. Ein dringendes Geschäft. Okay. Er ist da reingelaufen, das gefällt mir. Boah, der war ja übelst schnell. Hä? Was denn jetzt? Warum? Was? Leute, nein. Ich will nicht. Ich. Krass. Ja, ich weiß jetzt auch, wo er ist. Ich kann bestimmt nicht in die Stadt zurück. Nee, natürlich nicht. Der Fackelzau. Boah, krass. Krass. Ich kann jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht in die Stadt zurück. Naja, es wäre ja eh keiner mehr da, der mich heilen konnte. Hätte mich... Ach fuck, ich hätte mich gleich auffüllen sollen. Was ist das? Oh nein, bitte nicht eine Spinne. Boah, wie heftig ist das denn jetzt? Das heißt jetzt quasi, damit ich das Spiel jetzt endlos spiele, ein Gegner, den ich eigentlich gar keine Chance habe? Ich dachte, mit der Hexe ist es vorbei. Krass. Der muss nur ins Wasser gehen und dann ist vorbei. So, ich setze jetzt erstmal hier wieder ein Kruzifix. In die Stadt. Ich versuche auf den anderen Weg in die Stadt zu kommen nochmal. Ich fürchte jetzt zwar irgendwie, das ist zu spät dafür, aber muss mich noch besser ausrüsten. Also noch ein paar mehr Kugeln kaufen. Wenn es geht, noch ein paar Kruzifixe. Krass, ist das heftig. Und du schreibst GG. Voll versagt habe ich. Mit dem langsam nachladen, sowas zu erwischen, wenn der hier überall Monster spawnt. Laserschwert. Bei welchem Spiel bist du denn jetzt? Ich bin neu, dass du jetzt Star Wars spielst oder so. Vielleicht sollte ich es auch vermeiden, den Teufel zum Wasser zu treiben. Weil der wird sich ja wahrscheinlich nur verwandeln, wenn er im Wasser ist. Oder in der Nähe. Warte mal, ich kann mich doch eigentlich teleportieren. Ach, ich brauche 100 HP. Gut, dann brauche ich noch eine Heilpflanze. Kann ich mich zur Stadt teleportieren. Okay, ich glaube ich dir, Len. Wenn man das Laserschwert irgendwie werfen kann, um den Wurm zu köpfen. Wenn ich eine Weile warte, habe ich auch 100 HP. Das müsste reichen. Problematisch ist nur, dass ich mich wirklich nicht mehr durch den Pfarrer heilen kann.
Wie weit bin ich noch weg? Ja, ein bisschen noch. Ja, ich glaube, ich kann ich auch gucken, ob ich so in die Stadt komme. Bin ich noch richtig? Ja. Gleich der Speicherstein kommen. Ja. Aber ich glaube, die AWP ist nicht so gut geeignet, weil da hast du ja auch so lange Nachladezeiten. Nicht so lang wie hier, aber auch noch zu lang. Speichere ich jetzt? Ach, was soll's. Ich habe ja das Mana. Kann ich auch speichern. Bitte lass mich in die Stadt. Oh, es geht noch. Gott sei Dank. Negev. Ja, Negev ist eine gute Idee. Hundi, es ist alles viel schlimmer, als wir gedacht haben. Ist der Bürgermeister eigentlich auch weg? Nein. Er hält die Stellung. Good work. Ja, aber wenn das Monster jetzt eine Million Schaden hat, dauert das trotzdem eine Ewigkeit. Also eine Million Health Points. Dann wenigstens ist mein Händlerfreund noch hier. Hm. Einmal das. Ja, fünf. Eins davon. Hm. So. Wirklich nicht mehr da. Bin ich den jetzt auch tot in der Ecke? Wollte doch eigentlich der Blutspur folgen. Aber die hört ja hier auf. Der Pfarrer ist der Teufel, ich wette es. Oder findet man den vielleicht irgendwo? Kann es sein, Len, dass du jetzt von Destiny redest, weil Warlock sagt mir jetzt nichts. Achso, der Charakter dort. Ja, wir mischen hier einfach die Spiele. Ungehörig ist das. Na gut, ich habe mich ja jetzt so geheilt. Trotzdem würde mich mal interessieren, wo der Pfarrer ist. Sagt mal an, was glaubt ihr? Ist der Pfarrer der Teufel? Also, dass ihr der Teufel seid, weiß ich ja, aber ich meine, der Pfarrer, der ist weg. Gut, man sieht eine Blutspur, das kann auch die Blutspur von einer Frau sein. Hört sich jetzt falsch an. Jedenfalls, kann ich hier lang? Komisch, das geht von der Richtung. Ach, verdammt, jetzt teleportiere ich mich wieder zum Wasser. Nee, aber trotzdem, der Pfarrer, der sah so creepy aus. Er hat uns zweimal geheilt, aber vielleicht war das alles Absicht. Ich würde sagen, wieder hinter die Hütte und da Kruzifix setzen. Von deinem Schaf hast du ihn essen lassen. Und das war vergiftet, oder? Ah, weiter hinter. Ach so. Okay. Dein Schaf hat ihn gegessen. Oh, wo? Oh. Und hast du das Schaf dann danach gegessen oder? Was ist mit dem Schaf passiert? Komm ran! Kuckuck. Hallihallo. Hallario. Oh.
Volles Mana. Dann gucken wir doch direkt mal, wo unser liebes Teufelchen ist. Beweg dich, ich will wissen, wo du bist. Ja, toll, das hat mir jetzt voll viel gebracht.